in einer internationalen Gesellschaft. Dieses Jahr hatten wir eine besonders multikulturelle Ecke erwischt. Man hörte von allen Seiten Französisch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Russisch und Norwegisch. Durch dieses Stimmengewirr drang an unsere Ohren immer wieder der deutsche Satz: Geh und hol dir deinen Eimer. Ich lasse mich nicht von dir kneifen. Eine drollige Stimme sagte dies regelmäßig alle 5 Minuten, wie auf einer Schallplatte, die einen Sprung hat. Der Satz kam von einer sonnenbebrillten Mutter, die mit ihrem Kind in der Nähe saß. Das Eimerchen lag am Wasser, 2 Meter von ihren Füßen entfernt. Das Kind weinte und weigerte sich, das Ding zu holen. Seine Mutter wiederholte wie ein Roboter: Geh und hol ihn dir. Schon bald verstummte der ganze Strand im Umkreis von 100 Metern. Alle horchten nur noch, wie die Eimerchengeschichte ausging, und wurden trotz strahlender Sonne immer blasser. Ein fremdes spanisches Kind stand schließlich auf und brachte das Eimerchen. Die Robotermutter schmiss ihn wieder zurück. Das Kind soll es selbst bringen, meinte sie. Eine deutsche Nachbarin flüsterte ihr irgendetwas ins Ohr. Erzählen Sie mir nichts über Erziehung. Ich bin selbst Erziehungswissenschaftlerin. Regte sich die Mutter auf. Er wird schon das Eimerchen bringen. Wir haben 2 Wochen Zeit. Sie zog ihr weinendes Kind zu dem Eimer und steckte ihn wahlweise mal mit dem Bein, mal mit dem Kopf in den Eimer. Dazu wiederholte sie ihren berühmten Satz. Die Frau war offensichtlich krank. Ein englischer Vater kam auf sie zu und hielt eine wütende Rede auf Englisch. Dabei gestikulierte er stark und zeigte auf die vielen Leute, die drumherum lagen und saßen. Trotz meiner schlechten Englischkenntnisse konnte der Sinn seiner Ansprache kaum missverstanden werden. Wenn du, blöde Kuh, nicht sofort aufhörst, das Kind und die Menschen zu quälen, bekommst du bald von jedem Urlauber hier mit dem Eimerchen einen übergebraten. So in etwa, glaube ich.